Mit 17 lebt David in einer elitären Welt, ist erfolgreich, reist um den ganzen Globus. Auf dem Höhepunkt seiner musikalischen Karriere entscheidet er sich jedoch zu einem radikalen Bruch. Ich bin so praktisch in diese Situation über Jahre hineingelaufen und habe mich da so ein bisschen verrannt, auch musikalisch. Es war unübersichtlich. Ich wusste nicht, wer was tut, ich wusste nicht, warum. Und vor allem habe ich nicht gewusst, warum ich etwas tue. Ich wollte dann einfach noch mal von null anfangen. Und habe den Mut gehabt zu sagen, ich will mit meiner Vergangenheit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Da gehört nämlich auch ganz schön viel Guts dazu zu sagen, ich will von den guten und von den schlechten Sachen nichts mehr wissen. Er verlässt den vorbestimmten Weg der Plattenfirma und den seiner Eltern, sagt sämtliche Konzerttermine ab, verzichtet auf Ehre, Geld und Anerkennung. Er bricht mit allem und hat keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Doch New York wird sein neuer Lebensmittelpunkt und bedeutet für ihn bis heute Heimat. New York ist für mich so eine Art, im Englischen sagt man Sanctuary. Das heißt irgendwie so ein Ruhepol, wo ich gerne Zeit verbringe, weil ich alles um mich herum vergessen kann. Jedes Mal, wenn ich in New York ankomme und im Taxi sitze und rüber in die Stadt fahre und dann die Skyline sehe, dass ich immer noch so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch habe. Und ich glaube, solange das noch der Fall ist, dass man sich so freut, zurückzukommen in eine Stadt, werde ich da wohnen bleiben. Und auch in New York bleibt er nach seinem Weggang aus Deutschland vor fast 10 Jahren der Musik treu. Er bewirbt sich an einer der renommiertesten Musikschulen der Welt, der Juilliard School, studiert Musik und Komposition. In New York war es mir eigentlich völlig egal, was andere Leute über mein Spiel gesagt haben. Also in dem Moment war es wirklich mir wichtig, mag ich das, was ich tue? Ist das etwas, worin ich verliebt bin? Weil einen Beruf auszuüben über viele, viele Jahre, in dem man nicht verliebt ist, ist ja dann irgendwie eine Strafe. Und das wollte ich nicht so haben. Und insofern, in dem Moment war das Einzige, was mir wichtig war, dass ich Spaß dabei habe, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich, wie ich spiele. Und alles andere war mir wirklich egal in dem Moment. Also genau das Gegenteil, wie es in der Kindheit gewesen ist. Heute bestimmt er selber die Art der Musik, mit der er erfolgreich sein möchte. Bestimmt selber, wie er sich gibt und kleidet. Hat seinen ganz persönlichen musikalischen Stil gefunden. Und gerade die Frauen lieben ihn. Den gut aussehenden Single, der die Richtige an seiner Seite noch nicht gefunden hat. Von Januar bis Ende Dezember wird durchgespielt jedes Jahr und ich habe noch nicht das Mädel gefunden, die das mitmacht. Es liegt nicht an mir. Glaube ich zumindest. Und dann tritt doch noch eine unbekannte Schöne auf. Das ist meine Schwester. Ja. Elena ist 11 Jahre jünger als David und studiert in Holland Kunst und Musik. Also mein Bruder bringt schon ein bisschen Spaß in die Familien, die Familienveranstaltung, wenn ich das mal so nennen darf. Auf Kosten meiner eigenen Charakterfrage. Also ich glaube, ohne den wird es mir jetzt langweilig. Also ich bin bei weitem nicht so ein Entertainer. Aber ich meine, ich glaube, wenn 3 Kinder in der Familie sind, kann auch nur einer der Entertainer sein. Also sonst gibt's dann so. Ich glaube, einer reicht dann auch irgendwie. Ja. Obwohl, du hast auch deine stillen Momente, von daher. Ja. Ich suche jetzt gerade mal unter einen stillen Moment. David ist mit dem, was er tut, wieder außerordentlich erfolgreich. Ist zudem noch der schnellste Geiger der Welt, offiziell bestätigt vom Guinness-Buch der Rekorde. Den Hummelflug spielt niemand schneller als er. Doch sein Leben ist nach wie vor bestimmt vom Üben. Bis zu 4 Stunden täglich. Voraussetzung für seinen musikalischen Erfolg.
halt warm, indem man halt immer schneller wird. Das geht eine Stunde lang weiter, wenn man das richtig macht. Also, das sind alles Sachen, die natürlich auch in Stücken vorkommen. Das dauert Jahre, bis man da irgendwo auf einem Niveau ist, dass man sich selber irgendwie dazuhören kann. Gerade bei solchen Übungen wirklich ist man im Verstand, in den ganzen Händen drin. Staccato war nie so mein Ding, aber man muss es trotzdem jeden Morgen üben. Irgendwann mal klappt es hoffentlich in 50 Jahren. Morgens um 7 oder 8, wenn man Tonleiter spielt, ich wundere mich immer, warum sich keiner beschwert. Ich glaube, die Leute haben irgendwie Angst. Es ist ein Irrer, der spielt irgendwas hintereinander 20, 30 Mal, wir wissen nicht, was das ist. Es ist wichtig, dass man irgendwie das Gefühl hat für die Länge des Bogens. Das ist ein Krampf, erstmal die ersten 2 Stunden erstmal sich warm zu spielen. Wie motivierst du dich, jeden Tag das zu machen? Pflichtbewusstsein. Warum putzt man sich jeden Tag 5 Minuten die Zähne? Weil man weiß, wenn man es nicht macht, kriegt man Karies. Wenn ich es nicht mache, wird das Spiel nicht so gut. Dann würde ich morgen schlechter spielen. Wie frustriert wäre ich, wenn ich das Niveau, was ich momentan heute habe, nicht morgen hätte? Das würde mich doch so ärgern. Das heißt, ich muss es machen, damit ich morgen auch zufrieden mit mir bin. Eigentlich ein ständiger Kampf, sein Niveau zu halten. Hingabe, Leidenschaft, aber vor allem strenge Disziplin begleiten David seit fast 25 Jahren. Aber im Rückblick hat sich die Mühe, die jahrelange Arbeit gelohnt. So, da muss ich ein bisschen aus dem Sitz raus bei dem Stück. Ich glaube, ich habe als Kind nicht viel Zeit gehabt, selber herauszufinden, was ich machen möchte. Und was Musik für mich bedeutet. Ich glaube, dass Musik schon etwas ganz Wichtiges für mich war, aber ich keine Definition davon hatte. Ich glaube, dass Erfolg vieles wieder gerade biegt und vieles wieder besser im Rückblick erscheinen lässt, als wenn man natürlich nicht so erfolgreich ist. Ich glaube, dass man gerade durch all das Positive, was in den letzten paar Jahren passiert ist, einfach auch damit abschließen kann und sich wirklich auch bewusst wird, dass dieser Teil des Lebens auch dazu beigetragen hat, wo man momentan ist.